Oh, so, so, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Foundry. Wir waren gerade dabei, über die Bauindustrie zu reden und haben die Informationswissendatenbank geöffnet. Und Bauindustrie bezieht sich auf diverse spezialisierte Gebäude sowie das Baustellensystem für modulare Gebäude. Okay, was auch immer modulare Gebäude sind. Wenn du weitere Informationen zum Aufbau von Konfiguration von modularen Gebäuden suchst, schau dir bitte die entsprechende Seite im Informationsdatenbank an. Okay, werden wir dann machen. Sobald ein modulares Gebäude konfiguriert ist und für den Bau bestätigt wird, gilt es eine zu errichtende Baustelle. Zunächst müssen dafür Ressourcen, Baumaterialien angeliefert werden. Beim Ausbau oder Abriss muss der Bauschutt abtransportiert werden. Okay. Sobald das Baumaterial geliefert wird, muss es mit Hilfe eines Bauschiffs und einer Baudrohne verbaut werden. Sobald dies geschieht, ist das Gebäude einsatzbereit. Alles klar. Das Bauschiff-Dock beherbergt ein Bauschiff. Okay. Das haben wir noch nicht. Da braucht man nämlich die Drohnen für. Diese Schiffe fliegen automatisch zu jeder Baustelle, auf der Baumaterialien vorhanden sind. Sie schweben über der Baustelle und bauen nach und nach entsprechende Gebäude auf. Es ist nicht nötig, das Bauschiff einer Baustelle zuzuweisen. Das läuft automatisch ab. Wenn mehrere Docks gebaut werden, helfen alle Schiffe beim Bau des Gebäudes, was die Bauzeit beschleunigt. Okay. Transportschiff-Dock. Transportschiffsdock beherbergen 4 Transportschiffe. Transportschiffe transportieren automatisch Güter von Orten, die sie bereitstellen, zum Beispiel ein Baulager zu Orten, die sie anfordern, zum Beispiel in der Baustelle. Wie im Fall der Bauschiffe ist auch in diesem System vollautomatisch. Sobald ein angeforderter Gegenstand irgendwo zur Verfügung steht, beginnt ein Transportschiff automatisch mit dessen Transport. Hinweis, Transportschiffe werden nicht nur in der Bauindustrie, sondern auch für andere automatisierte Transportaufgaben eingesetzt, zum Beispiel den Transport von Gegenständen zu und von der Raumstation. Okay, auch klar. Baulager. Oh, das meine ich nicht. Das ist zu viel auf einmal. Da hast du irgendwann schon keine Lust mehr. Und dann 3 so riesige Gebäude. Das könnte man irgendwie noch auf jeden Fall verschönern. Im Baulager werden Baumaterialien und Bauschutt gelagert. Okay. Baumaterialien und Bauschutt. Transportschiff holen automatisch Baumaterialien aus dem Lager, sobald es eine Baustelle anfordert. Beim Abriss oder dem Ausbau eines modularen Gebäudes fährt Bauschutt an. Das Baulager fordert automatisch den gesamten vorhandenen Bauschutt an und recycelt ihn nach der Lieferung im Laufe der Zeit zu neuem Baumaterial. Okay, Baumaterial ist eine Ressource, die man herstellen muss. Das heißt, man kriegt Baumaterial, Baumaterialschutt und das ist neu. Aber wozu? Okay, also schön, aber wozu? Jetpack? Oh, da noch mehr. Und hier noch mehr. Langstreckenscanner. Okay, erstmal den. Der Langstreckenscanner ist ein modulares Gebäude, das nach und nach die Umgebung abtastet, die Karte aufdeckt und alle vergrabenen Ressourcen anzeigt. Er funktioniert ähnlich wie ein tragbarer Scanner, hat aber eine viel größere Reichweite. Sein Hauptzweck besteht darin, seltene Ressourcen wie Erzadern zu entdecken. Du kannst die Reichweite und die Scangeschwindigkeit durch zusätzliche Module beeinflussen. Wenn sich mehrere Langstreckenscanner in einem Bereich überschneiden, wird der Bereich noch schneller abgescannt. Ah, okay. Das ist schon mal gut. So, modulare Gebäude. Zu den modularen Gebäuden gehören große Gebäude und Maschinen, die aus kleineren Elementmodulen bestehen, die von der Bauindustrie Gebäuden hergestellt werden. Indem du auswählst, welche und wie viele Module ein Gebäude verwendet, kannst du sein Aussehen, Verhalten anpassen. Der Grad der Anpassungsfähigkeit variiert je nach Gebäude. An dieser Stelle erfährst du, wie modulare Gebäude baust, anpasst oder abreißt. Weitere Informationen über Bauindustrie findest du in der anderen Seite. Okay. Modulare Gebäude, Gebäudesockel herstellen. Dieses Element wird dann als Gebäude platziert und dient als Ausgangspunkt. Sobald du ein modulares Gebäudesockel platzierst, brauchst du einen Planer für modulare Gebäude. Haben wir. Und dann kann ich das Gebäude konfigurieren. Rüste den Planer aus. Okay, den Gebäudesockel habe ich nicht. Im visuellen Editor findest du eine Vielzahl von Informationen. Herstellung, visuell, bla, Eingang, minimale Anzahl von Modulen. Blablabla, verwende visuellen Editor, Quader, blablabla, halbe Bibel, blub, blub, blub. Sobald sich modulare Gebäude erbaut sind, müssen meistens von Schirm. Ja, aber warum brauche ich denn modulare Gebäude? Was helfen mir die denn? Also, wie erstmal so, modulare Gebäude sind dafür da. Nein, wofür sind die? Brauche ich die? Ist das Müll? Kann das weg?
Also ich habe noch nicht verstanden, wofür ich die brauche. Die können irgendwas. Okay, aber... Und ich muss eine komplizierte Bauindustrie dafür aufbauen, um die bauen zu können. Hm. Okay, das Jetpack, nicht? Bla bla. Jetpack freischalten. Verbraucht Treibstoff. Genau, das müssen wir halt erst kaufen. Lastenaufzug. Frag mal Pepsi an, ob sie den Twitch-Kanal vielleicht sponsern würden. Ja, wenn vielleicht 20.000 mehr Follower da sind und 200 mehr Zuschauer vielleicht. Die Raumstation ist der zentrale Umschlageplatz für den Verkauf deiner Endprodukte. Zu Beginn ist sie beschädigt und du musst sie erst mit Hilfe des Ausrüstungssystems repariert werden. Okay, das wissen wir ja, dass die kaputt ist. Kontakt herstellen. Um Kontakt mit der Raumstation aufzunehmen, musst du einen Funkturm bauen und ihn mit ausreichend Strom versorgen. Über die Schalttafel des Funkturms erhältst du Zugriff auf die Bedienoberfläche der Raumstation. Okay, also hier kann ich auf die Raumstation zugreifen. Alles klar. Und hier sieht man auch, wie die das gebaut haben. Alles nebeneinander, die großen Dinger. Auf dem Ausrüstungsbildschirm siehst du mehrere Kategorien, Reparatur, Verbesserung, Optionen. Einige von ihnen können mehrmals abgeschlossen werden und bieten bei jedem Abschluss Vorteile. Okay, wir können also die Raumstation oben bauen und verbessern. Jede Aufrüstung kostet Baumaterial, wie ein modulares Gebäude. Okay, dafür brauchen wir das Baumaterial. Und die Schiffe vom Transportschiffdock, die können wir ja bauen, liefern das dahin. Verkauf von Firma Liedbahn. Um Produkte zu verkaufen, musst du in deine Raumstation bringen. Transportschiffe holen die Güter automatisch aus deinem Verkaufsladen ab und bringen sie zur Raumstation. Sobald deine Station versorgt ist und ein Produkt auf Lager hat, musst du warten, bis ein Raumschiff eintrifft und es dir abkauft. Okay. Als Bezahlung erhältst du Firma Liedbahn eine galaktische Währung, die auch bei Produktion eingesetzt werden kann. Dafür musst du die Bahn zurück auf den Mond bringen. Bau eine Raumstation, Einkauflager und... Okay, das heißt, wir müssen erst die Raumstation ausbauen, um dann darin Sachen zu kriegen. Ich weiß jetzt zwar immer noch nicht, wofür ich die modularen Gebäude brauche, aber okay. Ja, jetzt ist so die Sache, ich habe das da alles hinten hingeprügelt. Was macht da gar keinen Sinn, nicht? Wenn wir da Sachen hin und abholen müssen, dann würde ich das doch auf diese, über diese Seeplatte bauen. Weil dafür ist es genau da gewesen. Und da sind auch keine Ressourcen oder irgendwas. Das heißt, wir reißen das hier hinten nochmal weg. Und verlagern das nochmal, sonst wird das so schwer, da an alles ranzukommen. Wie kommst du zur Raumstation? Na, stand ja da, indem wir Kontakt mit ihr aufnehmen und dann mit den Transportschiffen hochfliegen. Oh, das war sehr viel, ich weiß. Das heißt, erstmal müssen wir herausfinden, wie wir diesen Turm dann fertigstellen. Ja, nicht genug Platz, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Okay, also wir haben jetzt, glaube ich, erstmal so das Mittelgame erreicht, so wie sich das gerade gelesen hat. Oh. Das ist nämlich das Schöne. Ich hatte nämlich eigentlich gedacht, nämlich alle Sachen hier, aber ich habe mir das selber verbaut mit denen, ich Idiot, sodass ich da nicht rankomme. Ich habe die Leitern auch weggepackt, nicht? Ja. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu viel wegreiße. Ja, hat geklappt. Dann kann ich auch die Dinger nochmal wegnehmen. Die brauchen wir auch nicht. Ich habe nicht genug Platz. Was? Ich hatte genau... Oh, genau für den einen nur Platz.
machen wir das schnell. Mal so, 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 so. Oh Mann, rutsch doch da nicht 30 mal runter. Nein, die Höhe ist auf 256 beschränkt, haben wir davon gesagt. Das geht nicht. So hoch kommt man nicht. Das wäre auch irgendwie dumm. Dann würde das Spiel sich ja selber die Grundlage nehmen, wenn ich bis zur Raumstation einfach hochspringen könnte. Dann würde es ja gar keinen Sinn machen. Aber eine Raumstation ist ja auch, schon wie der Name sagt, einfach im Weltraum eher als in einer erreichbaren Höhe. Okay, ich glaube, das reicht von Abstand her. Ich glaube, so weit haben die Entwickler denn schon gedacht, dass das nicht vorkommen kann. Weil die ist halt schon sehr weit oben. Und sie scheint auch sehr, sehr groß und sehr, sehr kaputt zu sein. Und da müssen wir uns drum kümmern. Das Raumschiff ist höher. Ne, das Raumschiff kann einfach ins in Weltall fliegen. Das hoffe ich zumindest. Also diese Transportschiffe. Zumindest wenn wir der Wissensdatenbank glauben. Ich glaube, der glauben wir. Weil die ja die Spielmechaniken beschreibt. Oha. Oha. Nicht genug Platz. Ah. Aber ich glaube, das sollte schon eine enorme Größe sein. Ich weiß nicht, ob ich das in der Größe denn beibehalte, nicht? Ich baue es jetzt erstmal in der Größe. Wir bauen die hier nebeneinander hin. Dann gucken wir mal, wie es wird. Ob das sinnvoll ist. Ob es andere Sachen gibt, die man vielleicht besser einsetzen kann. Oh, schon wieder voll. Auf die Plattform hoch? Aber warum? Was soll ich denn da? Da gibt's nichts Besonderes zu sehen. Na, wir müssen hoch, um Plattformen zu holen. Die brauchen wir. Da sind halt nur Forschungsserver oben. Also, da ist nichts Besonderes, wo man da hingehen sollte. Wir haben wichtigere Dinge zu tun, als uns unsere eigenen Forschungsserver, die wir kennen, anzugucken. Wir müssen das hier endlich fertig kriegen. Wir brauchen ein bisschen Progress. Okay, auf der Seite würde ich ein bisschen Platz lassen, falls wir noch mehr Dings bekommen. Oh, jetzt ist natürlich doof. An der Stelle habe ich mir dann das hier weggebaut. Das werden wir natürlich gegen bessere Sachen ersetzen, aber die habe ich gerade nicht. Können wir Gehwege? Ja, oh, ich habe irgendwas Falsches gebaut. Ich glaube, ein Aufzug oder so. Oder? Ich sehe es nicht. Okay. Dann bauen wir uns direkt einen Weg rüber. Ich weiß nicht. Ah, oh, shit. Auf welche Höhe wir da hinten kommen. Oh, Mann. Dass der nicht zwei Dinger hochhüpfen kann, nervt tierisch.
Okay. Ich würde sagen, ja, machen wir es einfach hier. Yep, genau. Wir können dann eine Brücke bauen. So die Hoffnung. Ich weiß halt echt nicht, wie hoch das andere war. Ich glaube, so hoch. So. Und dann sieht man auch gleich die Forschungsserver von hier aus. Zack. Da. Das ist halt nur Förderbänder und Forschungspakete. Und dann müssen wir wieder runter. Guck mal, perfekt geplant. Und okay, ich habe nicht mehr. Aber wir können ja mehr bauen. Wir können direkt hier noch einen Weg ransetzen. Oh. Ah, guck mal, es gibt Schrägen. Ah. Aber gibt es auch... Es gibt aber keine invertierten Schrägen. Oder? Was, wenn ich den jetzt hier hinbaue? Nee. Das kriegt er nicht hin. Leisten-Außenecke. Leisten-Innenecke. Warum sollte ich das machen? Ups. Aber dann komme ich auf jeden Fall schneller, nämlich zu den Platten hier, den Baublöcken. Das ist nämlich gut. Das ist die einzige Stelle, wo ich nämlich oft dran muss. Also wenn das nachher die richtige Höhe hier wäre, wäre ich echt froh. Das sieht gut aus. Und nebendran noch eine Ebene auf die Treppe auf die höchste Ebene. Ja, wir haben ja eine Leiter. Da muss ich eigentlich nicht mehr rauf. Also ich muss irgendwann nochmal darauf, um Level 5 da anzuschließen. Aber 1, 2, 3, Level 4. Ja, 5 kommt da noch. Aber das ist so weit in der Zukunft. Bis dahin haben wir wahrscheinlich eh alles nochmal neu bauen müssen. Spätestens wenn wir unendliche Ressourcen bekommen und Adern, müssen wir eh nochmal komplett alles umbauen. Dann werden wir nochmal woanders hinziehen vielleicht. Vielleicht gehen wir dann mit dem Ding nach da oben und bauen da alles nochmal neu auf, während die hier einfach nur so die Level 1, 2, 3, 4 Sachen produziert. Von daher, nichts ist in diesem Spiel beständig. Okay, was haben wir hier? Was bist du nochmal? Du bist das Baulager. Okay. Baulager, blau Dings. Du bist was? Raumstation Einkauf. Raumstation Verkauf. Okay. Ich würde sagen, Einkauf und Verkauf machen wir nach hier vorne, nicht? Am wichtigsten wäre mir das Einkaufslager. Jetzt wird es echt schwer, das zu platzieren. Ich weiß halt nicht, wann es drauf ist. Ich glaube, jetzt ist es drauf. Oh, so kommt man da oben rauf. Okay, aber ein zu wenig. Oh, guck mal, da hat er auch einen gemacht. Die Plattform noch größer, ja. Die Plattform muss noch größer. Warte mal. Das hier nervt ja auch immer tierisch ab. Weil ich hier oft runterfalle.
Nicht da. Ja. Das Blöde ist halt, dass sie immer diesen Aufgang da brauchen. Ich verstehe, wo es programmiertechnisch herkommt, aber... Oh, alle leer? Krass. Also die gehen weg wie... wie Butter oder was man so schön sagt. Nochmal zwei. Wir könnten das so machen. Ah, das ist auch gut. Warum hat er... Hä? Hat er das immer noch nicht abgerissen? Ich dachte, ich habe das dreimal abgerissen. Ach nee, dabei bin ich runtergefallen, nicht? Ja, guck mal, dann kommen wir jetzt immer hoch, wenn was ist. Ich habe es immer noch nicht geschafft, die Lupine bei Nacht zu testen. Ah ja, okay, eure Lampen. Hm. Warum schließt du es nicht an ein anderes Wegenetz an? Ja, ja, das ist der große Plan. Ich glaube, von hier kann ich das Ding besser setzen. Wartet mal. Ja, guck mal, hier habe ich mehr Kontrolle. Eins, zwei. Aber wo ist denn der Bildschirm von dem Ding? Da. Also eigentlich wäre es cool, wenn ich die so baue, nicht? Weil dann habe ich hier den Bildschirm und sehe, was ich mache. Und dann das Verkaufslager gegenüber quasi. Vielleicht wäre es besser, wenn ich denn die Treppe auf die Höhe mache, nicht? Ja, gut. Man muss erst in dem Spiel einmal einen Fehler machen, um dann nochmal alles neu zu machen. Ich weiß halt nicht, wie viel sinnvoll ist, aber sagen wir so, sollte doch genug Platz dazwischen sein, oder? Hier kriegen wir einen Anschluss und mindestens drei Förderbänder pro Seite raus. Und wir können auch an der Seite einfach raus und ran. Also, ich glaube, da haben wir mehr als genug. Aber das hier ist scheiße jetzt. Kacke. Okay. Es war schön mit dir, Treppe. Aber du musst noch mal weg, leider. Jetzt ist die Frage, wo ist die Mitte? Shit. Jetzt komme ich nicht da oben drüber. Okay. Warte. Eins, zwei, drei, vier. Also hier. Eins, zwei, drei, vier. Also da, fünf. Eins, zwei, drei, ja, die beiden, nicht? So, mach ich mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Oh, es passt nicht. Oder? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, es geht nicht auf. Okay. Weil es nicht aufgeht, muss das Ding noch eins weiter nach hinten. Das heißt... So, und dann kriegt er noch zwei Abstand, also so. Haben wir da 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4. Dann kommt der 1 noch nach hinten. Oh. Das Einzige, was jetzt dumm ist,
Ich habe die Dinger ja schon hier hingebaut. Das heißt, da müssen wir auch noch mal. Oh, oh. Muss ich aufpassen. Da habe ich nämlich den... hier habe ich zu viel mit drin. Oh Mann. Bis... Da möchte ich abreißen. In die Richtung. Ich darf nur den Strom nicht wieder abreißen. Wo ist die Mitte? Jetzt ist sie da. Wir machen uns die Mitte halt einfach. Jetzt muss ich nur von hier gucken, dass ich da irgendwie rankomme. Warte, nee, wir machen das anders. Ah, Mann, ich komme da nicht ran. Okay, warte. Ich weiß ja der, weil wenn ich den wegreiße, ich glaube, dann dockt er oben an dem an. Nee, natürlich nicht. Also, in den Minuten hasse ich halt das Spiel, nicht? In so einer Situation. So, baue mir mal meine Treppe, damit ich sie abreißen kann, damit ich hier eine Treppe bauen kann. So, wir gucken nochmal. 1, 2, 3, 4. Oh. Okay, wartet. Achso, ich habe das ja noch nicht versetzt nach hinten. Ja, ja. Genau. Alles klar. Komme ich rüber? Natürlich komme ich nicht rüber. Du kleiner Kackroboter. Baue ich dir schon die Leiter in den Himmel und dann passiert nichts. So, jetzt aber. So, wo ist die Kante? Da. Das kann auch weg. Jetzt weiß ich halt nur nicht, ist es die richtige Höhe? Sieht nicht nach richtiger Höhe aus. So. Und du bist auch nicht in der richtigen Höhe. Du musst auch nochmal einen nach hinten. So, wo ist der? Da. Mann. Also das muss mir doch schon als Entwickler... keinen Spaß machen, wenn ich das hier einmal nach der Implementation teste. Muss ich doch auch sagen, boah, ist das ein Scheiß. Können wir das nicht anders machen? Gerade in einem kleinen Team, wo ich selber die Kontrolle über den Scheiß habe. Das kann doch keinen Spaß gemacht haben, nicht? Jetzt ist falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Das ist doch Kacke einfach. Es ist wirklich einfach Dreck, die zu platzieren. Also sorry. Aber das ist einfach Müll. Man sieht nicht, ob man hinten an der Kante ist. Man weiß nicht, wie weit man weg ist. 1, 2 und vorher war ich falsch, nicht? Und ich kann unten nicht zählen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt müsste es passen. Ja. Manometer. Aber man kann es auch umständlich machen. Ich hätte mal vorher zählen sollen, nicht? Ich glaube, das sieht gut aus, oder? Aber wenn nicht, müssen wir nochmal eine Höhe abreißen. Nee, war perfekt. Sehr schön. So, hier weiß ich nicht, wo wir hin müssen. Aber wir wollen ja hier runter. Das heißt... Oh Mann, das mit dem... Dass ich nicht zwei hüpfen kann. Das nervt mich seit Anfang an. So viel Spaß wie das Spiel macht,
Es hat echt Punkte, wo man sagt, boah, Leute. Macht die Blöcke doch ein Viertelblock niedriger oder so, dass man nicht immer hängen bleibt, selbst an einem Block oder sowas. Oder lass die Sprunghöhe des Roboters ein bisschen besser sein. Oder mach den Roboter ein Stück größer. Man kann sich nicht ducken, man bleibt oft hängen. Und auch hier, warum dockt er denn da nicht an? Wo soll er denn sonst andocken, außer an den Andock-Dingern? Dock da einfach jetzt mal an. Nee, da muss ich erst den Baumodus ändern, damit er versteht, was ich will. Jetzt auch. Und er wechselt immer diesen guten Baumodus in diesen Scheiß-Baumodus. Klonk. So, nicht? Das ist doch viel besser. Weil runter will ich selten. Runter will ich eigentlich nur, wenn ich runtergefallen bin. Oh. Und dann auf der Seite geht's. So, warte mal. Es wäre aber gut, wenn wir hier wieder eine Plattform hätten, nicht? Das heißt. Weil sonst kann ich nicht nach unten hier. Oh, jetzt hänge ich wieder hier an diesem halben Block. Es macht einfach. Oh, manchmal ist wirklich schwierig. Wenn er sich halt einfach diesen Baumodus merken würde, wäre schon so viel gewonnen. Weil in diesen anderen will ich eigentlich ganz selten den einfach nicht mag. Der macht halt in manchen Situationen Sinn, aber in dem wenigsten funktioniert er halt. Und dann nervt er halt. Rage! So sieht's aus. Ein gepflegter Rage. Kein Rave, ein Rage. Aber man muss sich aufregen. Wenn man nicht emotional wird bei einem Spiel, dann ist es auch kein gutes Spiel, nicht? Das Spiel muss einen mitnehmen und abholen. Im Positiven wie im Negativen. Wenn ein Spiel zu glatt ist, dann macht es ja auch keinen Spaß. Ich muss auch sagen, ich kann mich mehr an Spiele erinnern, die, sag ich mal, Schlechtes hatten. Oder auch nicht so gute Momente. Zum Beispiel Gothic 3. Und trotzdem sind mir die Momente teilweise richtig krass im Gedächtnis geblieben. Einfach weil man sich drüber aufgeregt hat und eine Emotion damit verbindet. Wir nehmen noch mal ein paar mit. Ich glaube, ich brauche nämlich noch ein paar. Und zwar für die Seite. Ich meine, es macht schon Sinn, nicht, dass so große Plattformen, dann landen da große Raumschiffe drauf. Okay, okay, verstehe ich, nicht? Aber warum baut man die denn auch nicht aus Einzelblöcken schon oder so? Das sieht halt einfach, ich baue so ein riesen Ding aus dem Nix, aber dann muss ich irgendwie modulare Einzelpixel setzen die ganze Zeit. Ist halt irgendwie auch nicht dann im Grund fertig gedacht, das Konzept, würde ich mal behaupten. Jetzt haben wir das gleiche Problem hier. Hier ist eher so die Sache, dass ich jetzt nicht weiß, wie der Abstand sein muss. Also das. Wo ist die Kante? Das ist die Kante. Oh Mann. Das flackert aber auch so. Man kann nicht mal. Jetzt haben wir es. Und da lassen wir ein bisschen mehr Abstand. Weiß jetzt nicht, wie viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das klingt doch gut. 6 Abstand. Okay, was haben wir hier noch? Die Plattform. Die ist, glaube ich, kleiner, oder? Ist die genauso groß? Die ist genauso groß. Okay. Dann wird das jetzt spannend, die zu platzieren. Kannst du die Brücken mit deinem anderen Brückensystem verbinden für ein einheitliches Wegesnetz? Ja, habe ich ja gesagt. Aber da brauchst du ja zehntausende Wege. Das ist also
etwas, was wir dann irgendwann mal nie machen werden. So, ich setze es erstmal und dann eins zu weit. Okay. Das heißt, wir müssen so gucken, dass es an diesen hier endet. Ich nehme ihn den mal weg. So, nicht? Dann weiß ich, wo es hin muss. So, es muss dahin. Und dann ist es aber ein zu weit vorne, kann es sein. Ja. Okay. Auch da werden einfach die Raumschiffe mitgebaut, nicht? Warum muss ich die nicht vorher noch irgendwie assemblen? Fragen über Fragen. Okay, jetzt sollten wir es haben. Ich glaube, das ist die bessere Variante, sich irgendwie mit den Blöcken so Sachen zu machen. Okay, wir können auch große Transformatoren bauen und den würde ich mal hier auch hinsetzen. Die Frage ist, wo setzen wir den hin und wo kommt der Strom her? Der Strom läuft da hinten lang. Also wäre schon schön, wenn wir den Strom eigentlich von hier kriegen. Ich weiß nicht, wie groß der große Transformator ist. Das werden wir jetzt herausfinden. Groß. Okay, und jetzt brauchen wir so. Ich würde sagen, wo ist der? Auf welcher Höhe? Er auf der? Okay. So, perfekt. Ich weiß nicht, ob das reicht für die. Ich hoffe mal. Ich meine, allein das hier sind ja 400 Wege, nicht? Bis da hinten. Ich meine, das sind von den Dingern sind das ungefähr 1000, 2000 nach da hinten. Aber von den Stellen aus bis hinten rum. Das heißt, das könnten 1800 Wege sein nach hinten. Ah, die müssen wir dann herstellen. Okay, jetzt haben wir hier aber Strom, nicht? Wir können wieder sagen, wir wollen Firmalitstangen und wir wollen hier Wartungsdrohnen und Lagerinhalt, Baumaterial könnten wir und Baustellen Schotter für das Bauen. Und die brauchen direkt eine Netzverbindung. Oh, das ist ja scheiße. Das ist kacke. Oh. Okay. Dann gehen wir daran. So, und dann gehen wir mit dem am Rand hier nach vorne. Und verbinden es dann mit denen. Mit den Dänen. So. Ah, da ist noch einer, oder? Ist der direkt dahinter? Ich guck mal. Oh Mann. Nee, der Transformator bleibt am Rand so dran. Das wird nicht verlängert. Das habe ich schon an anderen Stellen so. Weil wenn ich die nach vorne verlängere, dann passt das wieder mit den Treppen nicht. Und jetzt alles versetzen, habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist okay. Der Transformator hängt an einigen von diesen Dingern hinten dran. Ich meine, weil wenn ich den reinsetze nicht, dann verschiebt sich irgendwas anderes asymmetrisch. Von daher passt mir das schon. Ist okay. So,
Der braucht aber den Strom natürlich da hinten. Na klar braucht er den da hinten. Dann machen wir den. Wahrscheinlich kann er es eh nur über so. Was ist denn das? Manchmal macht er Sachen, wo ich mich frage, warum macht er das? So, jetzt sind die verbunden. Okay, das frisst richtig Strom. Das heißt, das ist jetzt richtig Energiefresser, diese Plattform, oder? Nee, das sind die Sachen hier hinten, die noch produzieren, die Glasproduktion und so. Die frisst so viel. Krass. Ach nee, und da unten sind die Tiefenpumpen und das Transportschiff-Dock. Die sind extra. Die fressen so viel, die Dinger hier. Das Transportschiff-Dock geht. So, aber den haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Wo auch immer der ist. So. Du musst die Plattform noch um die Transformatorbreite nach vorne ziehen. Dann bau die Treppe neu. Nee. Das bleibt so. Eventuell könnte man den. Ich hätte den ja gerne hier hinten gehabt, aber hier läuft der Strom nicht vorbei. Wo ist denn der komische Turm? Den hier. Den Sockel. Den wollen wir ja auch nochmal hinsetzen hier. Oh no. Oh no. Aber das Spiel macht das einfach auch nicht leicht. Weil wenn ich den jetzt um einen verbreitern würde, du würdest das nicht hinkriegen. Oh Mann. Krieg ich das wenigstens auf die Breite irgendwie in die Mitte gesetzt? Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. 1, 2, 3, 4, 5. Wir gucken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Und ich dachte nämlich, der hier hat keine Netzverbindung, dass der Strom braucht, aber hier gibt es zumindest keinen Anschluss oder so, an den ich irgendwie rankommen könnte. Wo er andocken würde. Deswegen glaube ich, Netzverbindung geht erst, wenn der Turm größer ist. Ich weiß halt nicht, wo ich die Stufe 2 von dem Turm bauen kann. Also erforschen kann ich sie nicht. Aber erst dann kann ich ja mit der Raumstation kommunizieren. Weil das hier ist der Sockel. Ach, das ist ein modulares Gebäude. Och, du kriegst die Motten. Und dafür brauchen wir die Bauindustrie, um diesen scheiß Turm zu bauen. Jetzt kapiere ich die ganze Kacke. Die Erkenntnis kommt spät, aber sie kommt. Oh no. Okay, wir machen es jetzt anders. Wir bauen diese Wege. Was brauchen wir dafür? Die Platten. Okay. Das heißt, wir brauchen diese Industrie hier am Laufen, damit wir den Turm kriegen. Aber dann, ich kann den Turm hier nur bauen, wenn ich die Baumaterialien habe. Die werden aus Platten, Stahlträgern, fortgeschrittenen Maschinenteilen, Beton, Polymerteilen und elektronischen Komponenten, also aus allen zusammengebaut. Das heißt, die werden hier vorne, hier vorproduziert, die Bauteile. Das passt eigentlich sehr, sehr gut. Dann kommt hier die Bauteilindustrie hin und da haben wir nämlich den kompletten Zweig. Hier kommt der Beton, den können wir uns abgreifen, da kommen die Platten. Die laufen hier, glaube ich, auch rum. Die können wir uns abgreifen. Hier kommen die erweiterten Teile. Die können wir uns abgreifen. Können wir hier runterziehen. Wir können uns Rohre, Stahl können wir uns abzweigen. Genau, der Stahl wird noch nicht gezogen. Der Stahl müsste hier also hier langlaufen. Einmal, zack. Dann läuft hier alles zusammen. Und Baumaterial muss ja nur hier rein. Und dann können wir den modularen Turm aufbauen. Oh, du kriegst die Motten.
Okay, und ich dachte gerade, nach den Energiezellen haben wir erstmal so einen Meilenstein geschafft, aber durch den Meilenstein ist es nur viel komplizierter geworden und wir brauchen unbedingt dann noch, oh, die habe ich jetzt vergessen. Wir brauchen noch den Raumschiff-Dock. Dafür brauchen wir 20 Wartungsdrohnen. Das heißt, wir müssen erst 20 Wartungsdrohnen oder mehr herstellen, weil die können wir verkaufen. Oh no. Also, wo wollte ich gerade hin? Eigentlich wollte ich Platten holen und dann bin ich runtergefallen. Das heißt, eins von diesen Dingern muss da hinten auch noch hin. Ich hoffe, das reicht von der Tiefe. Ansonsten muss ich die weiter nach vorne ziehen. Oh, das wird nicht reichen, oder? Oh, das wird nicht reichen für noch eins. Das heißt, die müssen ein bisschen enger rutschen, die Sachen. Okay, okay. Das ist ermüdend. Eventuell müssen wir das Ding auch einfach weiter nach da ziehen. Das ist ja auch nicht so ein Thema. Das ist ja hier nur so. Nicht? Also ob ich das nur nach da und nach da ziehe oder von hier nach da ziehe. Also da kann ich noch Platz gewinnen. Das werden wir vielleicht mal direkt machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir da brauchen. Oh Mann. Meint ihr, das reicht? Das sieht aus, als ob es reichen könnte, oder? Hast du genug Abstand gelassen? Ja, du brauchst ja nicht 32 Förderbänder. Eins reicht ja. Na, kann ich es nicht abreißen von der Entfernung? Komm, bitte. Komm, bitte. Okay. Ich kann es aus der Entfernung nicht abreißen. Komm, bitte, hilft nicht. Machen wir es halt selber. So. Man kann halt aus dem Wasser heraus... Na? So, nicht... markieren ordentlich. Und hier sehe ich jetzt die Richtung nicht. So. Ja, es sind also so kleine Details, die auf jeden Fall... Na? Na? Oh. Steuerung. F. Also ich wünschte, dass er einfach im Wasser in der gleichen Stelle bleibt. Das wäre so mit eine geile Sache. Da müsste man nicht mal hochhüpfen, irgendwas machen. Oh. Weil bis man das Jetpack hat, ist man so genervt davon. Ich glaube, viele kommen gar nicht bis zum Jetpack. Also wäre ich nicht... Ich weiß nicht warum. Normalerweise bin ich nicht so ein geduldiger Spieler. Aber... Ja, sag mal, das macht halt einfach keinen Sinn hier, die Scheiße. So. Oh. Nein. Okay, das lasse ich kurz, weil ich Beton im Inventar habe, das will ich loswerden, bevor ich das da anschließe. Aber ich muss das anschließen und dann schnell zurück, damit das Lager nicht voll ist. Ja, doch, das Lager wird volllaufen, nicht? Ach, Kacke. Oh, was auf jeden Fall volllaufen wird, ist diese Folge. Ich würde sagen... Wir haben sehr viel vor noch. Wir haben herausgefunden, dass dieser Funkturm ein modulares Gebäude ist. Wir brauchen wahrscheinlich mehr Strom, um die ganzen Sachen zu betreiben. Und. Also da kommt einiges auf uns zu, was wir die nächsten Male noch zu beheben haben.
Nein, ich möchte das hier gerne lagern. So. Inventar verwalten. So. Inventar verwalten. So. Produziert nicht nach, sonst habe ich die Scheiße im Inventar. Oh, das auch zum Beispiel. Warum da und da? Also manchmal sind auch so, warum gibt es drei Menüarten? Dann habe ich hier. Hier können wir nochmal welche nachlegen. Sehr gut. Hier können wir nochmal welche nachlegen. Hier können wir ganz viele nachlegen. Das ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, hier können wir auch nochmal nachlegen. Oh, dann haben wir noch 100. Ah, der ist voll. Shit. Sind wir nicht alle losgeworden? Ja, aber da haben wir auf jeden Fall Aufgaben für die nächsten Male. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Und tschüss.